Willkommen zurück zum Engel debattiert den Teufel. Wenn ihr die Geschichte kennt, oh Tim, es ist mit Übersetzung, oder? Ja, es ist simultane Übersetzung. Ja. Bitte sprich einfach langsam. Ich mache große Atemzüge, Atempausen. Wie ihr schon gehört habt, in der Ankündigung für dieses Programm, wir haben dieses Reading angefangen zu lesen mit meinem Lehrer, Ken Rinpoche, Geshe Lobsang Thachin. Es war ungefähr vor 35 Jahren. Und er hat gesagt, ich möchte euch dieses sehr ungewöhnliche Buch beibringen. Und ich war sehr davon angetan und wollte wissen, was ist das für ein Buch? Und er hat gesagt, das ist ein Gedicht. Das Gedicht wurde vor ungefähr 350 Jahren geschrieben. Oder man könnte sagen 375. Und es ist vom ersten Panchen Lama, seiner Heiligkeit, geschrieben worden. Sein Name war Lobsang Kyekye Gyaltsen. Ich liebe ihn sehr. Er ist großartig. Er ist ein fantastischer Lehrer. Und ich habe schon seit 3 Jahren etwas über ihn gelehrt. Vor 20 Jahren in Diamond Mountain. Er ist ein großartiger Dichter. Wir haben seine Gedichte übersetzt, seine Geheimgedichte. Ich habe sehr viel davon übersetzt. Einer meiner Studenten, John Stuhl, ein böser Junge, er hat es veröffentlicht, ohne mich zu fragen, obwohl es geheime Gedichte sind. Man kann sie wahrscheinlich irgendwo finden. Und es ist sehr, sehr schöne Poesie über seine geheimen Lehren und seine geheime Praxis. Dann hat er sehr großartige Philosophiebücher geschrieben. Ich liebe seine Erklärung, wie unser Körper sich in einen lebendigen Diamanten verwandelt, wenn man erfolgreich ist auf diesem Pfad. Und ich glaube nicht, man kann es nirgends woanders finden. Es ist so klar geschrieben. Und wird genannt die Transformation der 5 Haufen, der 5 Körper- und Geistanteile. Vielleicht können wir eines Tages das durchgehen. Er hat natürlich auch ein sehr berühmtes Lamrim geschrieben. Es wird Delam genannt. Das bedeutet der Pfad zum Glückseligkeit. Es kann auch so übersetzt werden als der einfache Pfad zur Glückseligkeit. Das ist im Beginn. Das sind die ersten 3 der 18 Diamantwegkurse des ACI-Curriculums. Und Tim und ich, wir sprechen über Wege, diese Kurse mehr Leuten zugänglich zu machen. Und wir werden noch mehr darüber sprechen. Ich dachte, wir könnten uns heute einfach dieses Gedicht angucken. Ich habe angefangen, dieses Gedicht zu lesen vor 11 Jahren. Ich habe es auch übersetzt. Wir hatten im Phoenix in Arizona ein Programm dafür. Es gibt eine sehr schöne. Es gibt einen sehr schönen öffentlichen Garten dort mit Bäumen. Wir haben eigentlich in Arizona nicht viel Regen. Also ist ein Garten voller Bäume, eigentlich eher Kaktusse, aber sie sind sehr schön. Und der Garten hat uns erlaubt, dort ein Programm zu haben. Ich habe dort angefangen, dies zu unterrichten, vor 11 Jahren. Und als mein Lehrer mir dieses Buch unterrichtet hat, hatten wir einige Hindernisse. Ich höre Katzen, Kinder. Das ist ein Hindernis.
Mein Lehrer hatte einige Hindernisse, dieses Buch fertigzustellen. Also haben wir es nie fertiggestellt zusammen. Und dann ist er verstorben. Und ich hoffe, ich werde das Ganze zu Ende bringen und es übersetzen, weil es so schön ist. Lass mich ein bisschen dir über diese Geschichte erzählen. Der Engel hier in unserem Fall ist das Verständnis vom Stift. Aber im Buch, in dem Gedicht, ist der Engel, ist sie sehr, sehr schön und weise, die gute Seite unseres Geistes. Ich weiß nicht, wie es in euren Ländern ist, aber in meinem Land, wenn wir aufwachsen, zeigen sie uns Bilder von, wie in der Werbung zu diesem Programm. Auf der einen Seite des Kopfes ist der Engel und auf der anderen Seite ist der Teufel. Und ich weiß auch nicht, mein Teufel will mich immer dazu bringen, dass ich Donuts esse. Und mein Engel möchte immer dazu bringen, dass ich vegetarische Sachen esse und sie Gemüse. Und sie streiten sich den meisten Tag über. Und der Teufel sagt, oh, wäre es nicht schön, jetzt einen Donut zu essen? Wir haben schon lange keinen Donut gegessen, seit 2, 3 Wochen keinen Donuts mehr gegessen. Ich verstehe schon, sie sind nicht so gesund, aber du weißt schon, es ist eins von diesen Vergnügen im Leben. Und du kannst schon einen ab und zu mal haben, es ist schon ganz in Ordnung, nicht so schlimm. Und dann sagt der Engel, nein, 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 alles, was du isst, wird Teil von dir. Du bist, was du isst. Und jedes Mal, wenn du was Ungesundes isst, wird es Teil von dir und Teil deines Körpers. Gestern zum Beispiel hatten wir eine Unterweisung, eine sehr interessante Unterweisung. Wir haben gesagt, du bist, was du isst. Das ist ein sehr berühmtes Sprichwort auf Englisch. Denn was du isst, bestimmt, was dein Körper wird. Also mein Körper heute zum Beispiel. Oh, wartet kurz. Ich mache eine Suppe für meine Frau. Wir haben beide Covid bekommen diese Woche. Und ich bin zuerst, habe mich wieder davon erholt als Erste. Und sie ist selber noch ein bisschen krank. Deswegen koche ich für sie. Okay, der Teufel wird dich versuchen, dazu zu überreden, einen Donut zu essen. Und der Engel wird sagen, nein, nein, lass uns lieber Gemüse haben. Und dann werden sie diskutieren im Inneren deines Geistes. Und das ist, was in diesem Gedicht vor sich geht. Außer dass der Engel ganz besonders die Weisheit vom Stift ist, das Verständnis vom Stift. Jedes Mal, wenn ich den Stift unterrichte, möchte ich in den Zoom-Kuchen reingehen und dich an deine Fragen fassen und dich schütteln. Es ist ein Beweis. Wenn jeder auf der Welt logisch wäre, wenn wir komplett logisch wären, nachdem ich dir den Stift erklärt habe, wenn ich das hier hochhalte, diese Stücke hier, diese Teile, dann sehe ich einen Stift. Und ganz, ganz einfach, wenn ich das hier einem Hund zeige, dann wollen sie es kauen. Sie sehen keinen Stift. Und es hört sich wirklich kindisch an, wie eine kleine Geschichte, die man einem Kind erzählt. Wie eine gute Nachtgeschichte, die man einem Kind erzählt. Vielleicht kann Tim ein Gute-Nacht-Geschichtenbuch für Kinder schreiben, das der Stift heißt. Es hört sich vielleicht an wie eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder, aber es ist es nicht. Es ist ein hundertprozentiger Beweis, wenn dein Geist wirklich klar und bei
Verstand ist, dann kann er es sehen. Es ist schon jetzt ein hundertprozentiger Beweis, dass die Dinge von uns kommen. Sie kommen nicht von ihrer eigenen Seite. Und ich weiß, es hört sich sehr einfach an. Und ich habe schon tausendmal wiederholt. Ich weiß schon, wahrscheinlich seid ihr es schon müde, es zu hören. Aber wenn ihr es wirklich versteht, dann wisst ihr, dass ihr diese ganze Welt verändern könnt. Und wir haben dieses Wort im buddhistischen Mandala. Es bedeutet eine perfekte Welt. Es gibt keinen Krieg. Es gibt keine Krankheit. Es gibt keinen Tod. Es gibt keine Traurigkeit. Es ist, wenn der Stift möglich ist, wenn ich habe gehört von einfältigen Leuten, oh Geshe-la, ein Himmel wäre langweilig. Alles. Dass das die Erklärung und die Definition von abhängigem Entstehen ist. Das ist, als würde man sagen, du kannst keinen Apfel haben, wenn du keine Banane hast. Das stimmt nicht. Du kannst einen Apfel essen und er schmeckt gut. Selbst wenn du keine Banane hast. Also es ist es möglich. Wenn der Stift von mir kommt, dann kann ich eine perfekte Welt erschaffen. Und wir sollten das tun. Wir sollten sowas machen. Es gibt Dinge wie Amitabhas Paradies. Sie haben es schon geschafft. Sie hatten diese Unterweisung lange Zeit zuvor schon. Sie hatten genau die gleichen Klassen wie wir. Sie sind nicht großartig unterschiedlich von uns. Wir sind gleich wie Sie. Und diese Buddhas und Bodhisattvas und erleuchteten Wesen, sie haben angefangen wie wir. Sie sind nicht unterschiedlich von uns, wie sie angefangen haben. Ich denke mir immer, wir sind die Schüler in der letzten Reihe der Klasse. Wir sind ein bisschen langsamer. Und die Studenten in der ersten Klasse, in der ersten Reihe, die melden sich immer, sagen, ich weiß, das sind Siddhartha, Maitreya, Manjushri. Die haben schon ihren Abschluss gemacht. Wir sind eher so die langsamen Leute in der Klasse. Aber wir können noch aufholen. Diese Art von Unterweisung wird uns dabei helfen, aufzuholen. Und ihr und ich, wir werden in einer perfekten Welt leben. Ich habe diese Welten gesehen. Und ihr könnt anderen Leuten das unterweisen. Es macht Spaß. Zusammen es zu machen, macht sehr viel Spaß. Ich liebe dieses Format mit dem Engel und dem Teufel auf der anderen Schulter im Geist. Weil den ganzen Tag über sind du und ich genauso. Wir haben auf der einen Seite den Engel, auf der anderen Seite den Teufel, der zu uns spricht. Den ganzen Tag über. In den antiken Büchern im Abhidharma sagen sie, es ist möglich, dass man anderen Leute ihre Gedanken lesen kann. Wenn du meditierst und sehr gut meditierst, dann kannst du lernen, es zu vollbringen. Wenn dein Prana sehr gut fließt, wenn du zum Beispiel ein Yoga machst, YSI, dann kannst du lernen, andere Leute Gedanken zu lesen. Aber es macht nicht so viel Spaß.
Du denkst dir vielleicht, es ist spaßig, aber es ist eigentlich nicht so spaßig, es ist eher traurig, was die Ja. Leute für Argumente innerlich in ihren Geistern haben. Das ganze Tumult und all diese Gedanken in den Geistern von anderen Leuten, wenn du wirklich die Gedanken lesen könntest, es wäre wirklich nicht spaßig. Denn wir haben alle einen Teufel und einen Engel und sie diskutieren den ganzen Tag. Also, lass uns mit dem Buch anfangen. Das ist das 15. Mal, dass ich es unterrichte. Tim und ich haben uns schon vor angeguckt, dass wir noch drei Unterweisungen noch haben werden. Vielleicht in den nächsten 2 Jahren sollten wir dieses Buch zusammen lesen. Und dann werden wir damit fertig sein. Und dann können wir es veröffentlichen. Diamond Cutter Press. Verbal Utpala, Rosa, die können das veröffentlichen. Ich glaube, es braucht noch einen Kommentar, weil es ein sehr schwieriges Buch ist. Ich habe vergessen, eine Sache noch zu sagen über den Autor. Ich mag diese Geschichte über den Autor am meisten. Das ist meine Lieblingsgeschichte über ihn. Er war ein Retreat, in einem Retreat in einer Höhle. Wenn du jemals ein langes Retreat machst, dann weißt du, dass Leute für dich kochen müssen, weil du keine Zeit damit verbringen solltest, Lebensmittel zu kaufen. Du darfst nicht rausgehen, du kannst nicht kochen. Also hat er jemanden, der das für ihn erledigt hat, wie jeder, der Retreat macht. Und diese Person hat ein Notiz dort gelassen, ein Post-it. Sie kommunizieren über den Schriftweg, sie versuchen nicht zu reden. Und der Lebensmittelkäufer hat eine Notiz dort gelassen, es gibt schlechte Nachrichten, du musst deinen Retreat verlegen. Du kannst es hier in dieser Höhle nicht beenden. Und der Panchen Lama hat zurückgeschrieben, wieso? Und der Lebensmitteleinkäufer, weil es hier einen Krieg geben wird. Genau hier in diesem Tal, unter deiner Höhle, ist es ein Krieg, der morgen stattfinden wird. Zwei Armeen kommen hierher. Zwei Generäle führen zwei Armeen hierher. Und sie werden hier kämpfen und viele Menschen werden sterben. Und du solltest hier nicht sein, wenn das geschieht. Du solltest hier nicht in dieser Höhle dann sein. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass der erste Panchen Lama, er ist wie wir. Er denkt sich, oh, das ist ganz schön gruselig. Ich sollte weglaufen heute Abend. Ich sollte meine Sachen packen und mein Meditationskissen nehmen und mein Buddha-Bildnis und ich sollte weglaufen. Ich sollte in ein anderes Gebirge rennen. Ich glaube, wir würden dasselbe tun und dasselbe denken. Aber er konnte nicht schlafen und einschlafen. Und er hat sich immer mehr Gedanken gemacht. Wow, wenn morgen Krieg hier ausbricht, in diesem Tal, dann werden viele, viele Menschen sterben. Das ist nicht gut. Ich sollte etwas dagegen tun. Und ich liebe, dass er im Morgen hat er seinen Retreat abgebrochen und er hat eine Notiz geschrieben an seinen Lebensmittelkäufer. Er war zu der Zeit schon ein sehr berühmter Lama. Und er sagte morgen, später am Tag, bring mir zwei Säcke voll Gold, bring mir Geld, Goldmünzen. Und lasst uns versuchen, diesen Krieg zu stoppen. Und als die Armeen sich gegenüberstanden, um anzufangen zu kämpfen, rannte er raus aus seiner Höhle und er rannte auf das Schlachtfeld. Und er stand zwischen den beiden Armeen. Und er sagte, er war schon sehr berühmt zu der Zeit, ein sehr berühmter Lehrer.
Und er sagte, wenn ihr euch gegenseitig töten wollt, dann müsst ihr mich zuerst töten. Ich werde mich nicht bewegen. Und die Armeen hatten eine große, beide Seiten der Armee haben ihn respektiert. Lasst die beiden Generäle zu mir kommen, sagte er. Und lasst uns darüber diskutieren und sprechen. Und die beiden Generäle kamen in die Mitte des Schlachtfelds. Und er sagte, lasst uns hinsetzen. Und sie saßen sich hin und er sagte, ich habe hier einen Vorschlag für euch über diesen Krieg. Und die beiden Generäle fragten ihn, was ist denn dein Vorschlag? Und er sagte, ich weiß schon, ich bin ein ganz schön berühmter Lama und ich habe Leute, die mir immer Geld und Gold darbringen. Ich habe hier zwei große Säcke voll mit Gold, mit Goldmünzen. Und mein Vorschlag ist, ich gebe einen Sack diesen General und ich gebe den anderen Sack diesen General. Und dann, warum geht ihr nicht einfach nach Hause und entspannt euch und macht keinen Krieg? Und die beiden Generäle, sie waren sehr glücklich über die beiden Säcke voll Gold und sie sind nach Hause gegangen. Und alle lebten glücklich. Es ist so einfach, wie man Kriege lösen kann. Ich liebe ihn. Er ist so mutig. Und er ist so schlau. Und er ist so ein wunderschöner, vorausdenkender Mensch. Ich werde euch hier... Lasst uns durch die Verse gehen. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Grandpa erzählt immer Geschichten. Er unterweist nicht sehr schnell. Ich denke, Tim, wir werden eine kurze Session heute haben und danach Frage und Antwort haben. Aber zwei Sessions diesen Monat machen in meiner Zeit. In 20 Minuten werden wir Fragen und Antworten nehmen. Ist das okay, Tim? Das hört sich sehr gut an. Okay. Und dann machen wir eine kleine Pause und ich kann Veronikas Suppe zu Ende gucken. Und dann haben wir noch eine Klasse. Okay. Ich wollte diese Unterweisung dafür nutzen, dass all meine Freunde in der Arizona-Gegend, in Sedona, einladen. Und damit wir uns wieder mal treffen können. Und es macht sehr viel Spaß, wenn wir zusammenkommen in unserem College in Sedona für Unterweisung. Aber ich glaube, ich bin noch infiziert von Covid. Ich hatte es diese Woche. Ich fühle mich großartig. Ich habe es alles auskuriert. Aber ich möchte nicht, dass andere sich anstecken. Deswegen machen wir diese zwei Tage zu Hause und es tut mir leid. Wenn alles sicher ist, dann können wir alle wieder zusammen im College sitzen. Okay, los geht's. Vers 242. Okay. Lasst uns durch diese Teile gehen. Im Buddhismus sagen wir, wenn du stirbst, dann... Wenn du sehr großzügig warst mit deinem Geld und wenn du viel geteilt hast, was ist die erste Perfektion? Viele sagen Großzügigkeit, manche sagen Geben. Ich liebe es, Teilen zu nennen. Wenn du wirklich dein Geld teilst und deine Zeit teilst und deine Weisheit teilst mit anderen Leuten, nachdem du stirbst, wirst du dann als ein Deva wiedergeboren. Und Deva bedeutet, ich weiß nicht, wenn du diese Iron Man Filme, Superman Filme, Fantastic Four, Thor, das sind Leute wie Devas. Ich glaube, diese Filme wurden von Leuten gemacht, die sich noch dran erinnern, an ihre vergangenen Leben.
Ich glaube, die Leute, die diese Filme machen, die erinnern sich, glaube ich, noch ein bisschen an ihre vergangenen Leben. Und wenn wir großartige Samen pflanzen, indem wir teilen alles, was wir haben, mit anderen Leuten, dann nachdem wir sterben, können wir in einen temporären Himmel gelangen. Und natürlich denken wir, es ist gefährlich, denn selbst diese Wesen sterben nach einer Weile und sie verbrauchen all ihr gutes Karma. Wir glauben, es ist kein guter Platz, dorthin zu kommen. Wenn wir diese Filme sehen, wir können Devas nicht direkt sehen. Ich und du, wir haben nicht die Kraft. Wir können einen Film gucken auf Netflix, aber wir können sie nicht direkt wahrnehmen. Aber sie existieren. Wenn du sie treffen könntest, fühlt es sich so an, als wäre ihre Kraft wie ihr Stift. Es fühlt sich so an, als wären ihre Superkräfte in der Luft zu fliegen oder zu kämpfen gegen die Bösewichte, als wären diese Kräfte Selbstexistenz, wie der Stift, der von seiner Seite kommt. Aber in einem ganzen Leben und für unzählige Leben davor, wenn du jetzt lebst, wenn du jetzt mir zuhörst, dann hattest du ein vergangenes Leben, komm schon. Wenn etwas einmal passieren kann, dann kann es auch zweimal passieren. Deswegen, wenn dein Computer nicht funktioniert, wenn dein Auto sich komisch anhört, dann solltest du es reparieren. Sofort. Es wird nicht besser. Wenn dein Auto komische Geräusche macht, wenn dein Handy oder dein Computer irgendwie komische Sachen macht, dann solltest du es direkt reparieren, weil wenn es Weil einmal wenn ein Problem passiert, einmal dann kann es auch vorkommt, zweimal passieren oder tausendmal passieren. dann kommt es immer wieder vor. Wenn du jetzt am Leben bist, wenn du hier geboren bist, einmal, wenn du hier einmal geboren bist, dann sei nicht so dumm. Wenn dein Auto am Montag kaputt ist und Probleme macht, dann wird es das auch am Dienstag tun. Wenn du hier einmal in diese Welt geboren wurdest, dann kann es wieder passieren. Es kann ein zweites Mal passieren. Es kann Millionen Mal passieren, weil Zeit ist endlos. Wir eine Geschichte lesen von einem Lehrer, an dem wir glauben, dass es ein ganz besonderer Mensch ist, dass sie sehr großzügig waren, alles geteilt haben und dann wird, nachdem sie gestorben sind, dann werden diese Samen diese Götterwelt kreieren, wie ein Superheld. Aber dann sagt er, wenn dieser Halbgott wirklich aus sich selbst daraus existiert, wie sterben sie dann? Und wie hört dieses Deva-Leben dann für sie auf? Und wie können sie an einen anderen Ort gehen, wenn dieser Stift aus sich selbst daraus existiert? Dann kann nie die Tinte ausgehen. Das wäre unmöglich. Wenn der Stift von seiner eigenen Seite kommt, dann kann nie die Tinte ausgehen. Das wäre unmöglich. Wenn eine Person aus sich selbst herauskommt, dann können sie nicht sterben und dann können sie sich nicht verändern. Und das sagt der Engel. Ich mag heute die Klasse von heute.
Der Engel spricht oft, nicht oft, sie ist sehr schüchtern. Sie spricht nicht oft in diesem Abschnitt. Aber hier sagt sie, schau mal her. Wenn der Stift aus dem Stift heraus existiert, wenn der Mensch aus dem Mensch heraus existiert, wie können sie dann sterben? Por heißt hier, wie können sie dann sterben und wiedergeboren werden? Und dieses ganze Gedicht, über das wir heute und morgen sprechen, die diskutieren, wie passiert es oder was passiert mit uns, wenn wir sterben? Und es ist echt eine merkwürdige Sache. Als ich auf der Princeton-Universität war, und es ist eine der besten Universitäten in der Welt, und das glaube ich wirklich, dann habe ich dort ungefähr 5 Jahre verbracht. Und dort gibt es keine einzige Klasse, wie man stirbt. Das ist total lustig. Und da, die haben jedes Jahr 36 Millionen Dollar. Und es gibt keine Klasse, wie man richtig stirbt. Das ist echt verwunderlich, weil jeder muss sterben. Das wäre genauso, wenn man eine Universität bauen würde und keine Toiletten einbauen würden. Früher oder später muss man einfach auf die Toilette gehen und deswegen wäre das ziemlich dumm. Es wäre total blödsinnig, ein Gebäude ohne eine Toilette zu bauen. Weil nach zwei oder drei Stunden brauchst du eine Toilette. Also sei nicht dumm, wenn du eine Universität brauchst. Also wenn du ein Gebäude baust, dann solltest du vorausschauen. Wenn du den Menschen was über das Leben beibringst, dann musst du ihnen auch etwas über den Tod beibringen, weil sonst ist die Lehre nicht komplett. Und der Engel sagt, jetzt guck her. Wenn du aus dir selbst heraus existiert, wie kannst du dann sterben? Und was passiert mit deinem Po, wenn du in dein nächstes Leben gehst? Und die Frage sollten wir uns stellen. Das sollte uns interessieren. Wenn jemand sagt, pack deinen Koffer und du sagst dann, ja, ist fertig, wo gehe ich jetzt hin? Wo gehe ich hin? Ach, mach dir keine Sorgen, geht schon irgendwo hin. Und wann gehe ich? Irgendwann in den nächsten Jahren. Aber pack mal deinen Koffer und mach dich schon fertig. Aber wenn du nicht fragst, wo es hingeht, und wenn du nicht fragst, wo soll ich hin, warum soll ich meinen Koffer packen? Wenn du diese Fragen nicht stellst, dann wirst du verrückt. Dieses Leben ist so kurz. Dieses Leben ist rum, bevor du umschaust. Gestern war ich noch 25 und heute bin ich 65. Und auch meine Haare sind geföhnt. Ich war total geschockt. Du solltest dich bereit machen. Du wirst hier nicht bleiben. Jemand wird dich weiterführen. Was kann ich zu dieser Zeit tun? Also lass uns zum Vers 242 weitergehen. Und jetzt der Teufel. Er sagt, ach komm, schau her. Jeder stirbt. Jeder geht irgendwo hin nach dem Tod, weil du auch hierher gekommen wurdest. Da, sei doch nicht so dumm. Das letzte Mal, als du verschwunden bist, bist du auch wieder gekommen. Du bist ja hier. Lass dich nicht täuschen. Natürlich wirst du irgendwo hingehen. Du bist ja hierher gekommen.
Wenn etwas einmal passieren kann, dann kann es auch ein zweites Mal passieren. Das weiß doch jeder. Und jeder sollte sein Auto reparieren, das erste Mal, wenn es ein komisches Geräusch macht. Also sagt der Teufel, ja, die Menschen sterben und sie gehen weiter. Aber sagst du, der Stift existiert aus sich selbst heraus? Also kannst du nicht sterben, wenn der Stift aus sich selbst heraus existiert? Dann existierst auch du aus dir selbst heraus. Dann kannst du dich nicht ändern. Dann gäbe es keinen Grund, dass du dich verändern sollst. Und das ist echt eine schwierige Idee. Wenn der Stift aus sich selbst heraus existiert, wie wir glauben, dann sollte er sich nicht verändern. Und er sollte nie die Tinte leer werden. Wenn die Tinte im Stift ist, dann sollte er nie die Tinte ausgehen. Wir sollten das beweisen, aber das macht keinen Sinn. Der Stift kommt aus der Fabrik. Die haben es aus Öl gemacht. Ich habe es im Geschäft gekauft. Ich habe nicht gesagt, dass der Stift sich nicht verändern kann. Und deswegen müssen wir ja wieder nachkaufen. Und dann sagt Geschela zu dir, schau her. Wenn der Stift aus der Fabrik kommt, dann kann er sich nicht verändern. Und er sollte nie die Tinte ausgehen. Ich habe das nie gesagt. Natürlich ist der Stift in der Fabrik hergestellt. Wenn du schreibst, dann kommt die Tinte raus und schreibt auf dem Papier. Und dann irgendwann ist die Tinte leer und du musst einen neuen kaufen. Ich habe nicht gesagt, dass der Stift sich nicht verändern kann. Aber du denkst es, weil du nicht fragst, wo der Stift herkommt. Du stellst die Frage nicht. Du fragst nicht, warum kommt der Stift zu mir? Und das ist wichtig. Wenn du ein glückliches Leben führen willst, und einen erfolgreichen Tod haben, das ist ein komisches Wort, oder? Also wenn du ein glückliches Leben und einen erfolgreichen Tod haben willst, dann musst du dich fragen, wo kommst du her? Nicht, wie du in diese Welt gekommen bist, sondern warum du in dieser Welt bist. Wenn du fragst, wie kam der Stift ins Geschäft? Oh, der kommt aus Japan. Und das Öl wurde aus dem Mittleren Osten nach Japan geschifft. Und die Fabrik hat aus dem Öl dann den Stift gemacht. Da kommt der Stift her, Geschiller. Und ich sage aber nein. Du sagst zu mir, wie kam der Stift zu mir? Du erzählst mir nicht, warum. Du musst den Unterschied verstehen. Wie der Stift zu mir kam, oh, haben sie in der Fabrik gemacht und haben ihn auf dem Schiff nach Amerika geschickt und dann hast du ihn gekauft. Ja, ja, das verstehe ich. Das ist das Wie. Aber warum ich? Warum ich und warum dieser Stift ist der zu mir gekommen? Ach, Geschela, die machen jeden Tag Tausende von Stiften. Auf manche Fragen gibt es keine Antworten. Deswegen hast du deine Haare verloren, Geschela, weil du dir darüber Sorgen machst, über diese wirklich komischen Fragen. Mach dir keine Sorgen, warum der Stift zu dir kam. Benutze ihn einfach. Aber wenn du schlau bist, dann solltest du dich fragen, warum macht dein Auto heute komische Geräusche? Warum ist dein Computer heute so komisch? Nicht wie. Nicht warum, wie. Ja, ich mache das Auto an und dann fahre ich ein paar Kilometer und dann macht er komische Geräusche. Das ist das,
Wie? Aber die Frage ist, warum mein Auto? Tims Auto läuft immer noch. Sages tolles neues Auto. Es sind alle nicht kaputt. Warum mein Auto? Also ich sage, wenn du wirklich schlau bist, dann musst du dich fragen, warum ich, nicht wie. Das ist einfach. Ach, der Motor hat den Geist aufgegeben, weil irgendwas verstopft ist. Das ist, wie dein Auto kaputt geht. Aber das ist nicht, aber sag mir, warum mein Auto? Warum hat mein Auto Motorprobleme und Tims Auto nicht und Sechis Auto auch nicht? Du musst diese Fragen stellen. Es ist wichtig. Es ist super wichtig. Ich weiß nicht, was du heute noch machst. Ich muss heute noch ins College. Und dann muss ich noch die Suppe für meine Frau fertig machen. Ja, du denkst voraus und planst, wie du den Tag einteilst. Aber der Tag, an dem du dich auf die Reise machen musst und stirbst, das wird passieren. Zu 100%. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ins College komme. Ich weiß nicht, ob die Suppe anbrennt oder nicht. Aber ich weiß, ich werde sterben. Das ist sicher. Also sollten wir uns bereit machen dafür. Und wir müssen fragen, warum sterben wir und nicht, wie wir sterben. Und das tun wir. Und das machen wir dann in der nächsten Klasse. Onkel Tim, stellst du mir die Fragen? Ich glaube, wir machen noch 15 Minuten Fragen. Ja, wir haben ein paar Fragen. Ist Tun wir jetzt nach, jetzt ist ja nach dem Zeitplan die Fragen dran. Dann machen wir jetzt 15 Minuten Fragen und Antworten und dann gibt es 15 Minuten Suppenpause. Jede Frage, such eine aus. Lass mich das Teilen ausschalten. Yeah. Hallo Tim. Warum sind die Menschen? Das waren Witze über die Glatze. Wenn ich die Stiftgeschichte höre, wir können das auf jeden anwenden. Wie wenden wir es auf Menschen an, die häusliche Gewalt erfahren, die im Krieg leben, die tiefe Trauer erleiden? Das ist eine tolle Frage. Ihr wisst, dass ich in einem mongolischen Kloster gelebt habe für 25 Jahre in der Nähe von New York, aber die ganze Stadtviertel ist mongolisch. Die sind alle Buddhisten. Und es leben ungefähr 15 Mönche da, ganz alte mongolische Mönche. Ich habe dort studiert, ich habe dort 25 Jahre gelebt mit meinem Lehrer. Ich kam aus Princeton. Ich wollte eigentlich christlicher Priester werden. Ich war aufgenommen worden. Ich war sehr aktiv in der Kirche. Und Princeton hat eine ganz wirklich tolle Kathedrale, die Notre Dame sehr ähnlich ist, Notre Dame in Paris. Ich glaube, die haben den Plan von dort gestohlen. Also die war sehr schön. Und die Musik ist sehr schön. Es ist ein stiller, ruhiger Ort und sehr teuer, vielleicht $1 Billion. Also ich bin von Princeton direkt in den mongolischen Tempel gegangen. Und dort gab es ganz viele tolle buddhistische Statuen, Buddha, Tara, Maitreya. Aber da gab es aber auch ganz furchtbare Gemälde, wie die Hölle.
Und die Musik war furchtbar. Bum, 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 bum. Ich konnte nicht meditieren. Es war wie im Zweiten Weltkrieg. Ich habe meinen Lehrer gefragt, wie kannst du diese schrecklichen Gemälde und diese laute Musik ertragen und meditieren? Und er hat gesagt, schau her, jede Kultur hat seine eigene Art und Weise. Und in der Mongolei wäre das eine wunderbare Kirche. Das ist einfach eine unterschiedliche Kultur, anders wie in Princeton. Und das ist auch wunderbar und okay. Und dann auf dem Thron des Lehrers ist ein Swastika. Das ist das Nazi-Symbol aus Deutschland. Das haben die Nazis gestohlen, die 6 Millionen Menschen umgebracht haben, die einen Krieg gestartet haben, in dem 130 Millionen Menschen gestorben sind. Also da ist, aber das Zeichen kommt aus dem alten Indien. Und es ist ein sehr wunderschönes Zeichen. Es bedeutet langes Leben, Swastika. Es bedeutet langes Leben. Und die ist immer auf dem Sitz des Lehrers seit 2000 Jahren, bevor Hitler und vor den Nazis. Und er hat mir das alles erklärt und dann habe ich gesagt, ja, das macht Sinn. Vielleicht hat Hitler das Zeichen gestohlen. Und dann kamen eines Tages Juden zum Tempel und baten, ob sie sich den Tempel anschauen dürfen. Und wir haben gedacht, um Gottes Willen, das wird ein Problem werden. Weil ich der jüngste Mönch war, war ich der Touristenführer. Also musste ich sie im Tempel herumführen und ihnen alles erklären. Und bevor sie kamen, hat mein Lehrer gesagt, versteck das Swastika. Nimm es weg und schieb es unter den Stuhl. Zeige es ihnen nicht. Weil er hat gesagt, sie werden es nicht verstehen. Sonst glauben sie, dass wir Nazis sind und dass wir schlechte Menschen sind. Versteck es einfach. Zeige es ihnen nicht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es ihnen erklären. Und dann hat er gesagt, manche Dinge ist es zu früh, sie sind noch nicht bereit dafür. Die haben dieses Symbol ihr ganzes Leben lang gesehen. Und selbst wenn sie dir zuhören, werden sie sich in unserem Tempel nicht wohlfühlen. Ich möchte, dass du es versteckst. Und ich habe es auch gemacht. Und wir hatten gute Zeit und sie waren glücklich. Und dann sind sie wieder gegangen. Und dann haben wir das Swastika wieder auf den Thron gelegt. Warum erzähle ich das? Im Buddhismus verstehen wir, dass es eine Zeit gibt, wo der Student noch nicht bereit für manche Dinge ist, wo wir über bestimmte Dinge noch nicht sprechen, weil der Student noch nicht bereit dafür ist. Und ich glaube, dass zum Beispiel Kinder in Autounfällen umkommen und verbrennen, kleine Kinder. Warum so viele Kinder sexuell missbraucht werden oder physisch ausgebeutet werden, geschlagen werden. Warum passiert das? Was ist der Grund dafür? Und es sollte einen Grund dafür geben, weil alles hat eine Ursache. Es gibt nichts im Universum, was keine Ursache hat. Alles ist verursacht. Alles hat ein Warum und nicht nur ein Wie. Erzähl mir nicht, wie das Kind missbraucht wurde. Oh, die sind irgendwo hingekommen und dann ist da ein böser Mann gekommen und dann wurden sie missbraucht. Das ist das Wie. Aber erzähl mir, warum dieses Kind und nicht das andere. Im Buddhismus
haben wir Antworten auf diese Fragen. Und deswegen sind wir alle hier und deswegen hören wir uns diese Klasse heute an. Wir spüren, dass wir die wahren Antworten herausfinden können. Aber es gibt eine Zeit, wo die Menschen für die Antwort noch nicht bereit sind. Es gibt eine Zeit, wo wir einfach nur Mitgefühl zeigen und wo wir ihnen Liebe geben und emotionale Verbindung herstellen. Selbst Buddha hat nicht immer direkt geantwortet. Wenn er gedacht hat, der Student ist noch nicht bereit dafür, es zu hören. Es gibt einen Grund, warum Kinder sterben in Autounfällen, wenn sie 2 Jahre alt sind und im Feuer verbrennen. Es gibt einen Grund dafür, warum manche Kinder missbraucht werden und andere Kinder nicht. Natürlich gibt es einen Grund dafür. Aber in unserer Tradition sagen die großen Lehrer, vielleicht ist der Student noch nicht bereit dafür, es zu hören. Dann gib ihm zumindest eine Umarmung oder gib ihm Liebe. Du kannst es ihnen später erklären, wenn sie mehr Wissen haben. Dann kannst du ihnen über vergangene Leben erzählen und über Samen. Warum alles eine Ursache hat. Aber du musst es zur richtigen Zeit tun. Und wenn die Eltern leiden, dann ist es nicht die richtige Zeit. Dann musst du das Swastika verstecken. Und dann musst du sie einfach in den Arm nehmen und ihnen Suppe kochen. Und machen, dass sie sich wohlfühlen. Aber natürlich hat alles eine Ursache. Ich habe vor kürzlichem erst einige Psychiater getroffen. Oh, warum haben die Kinder die Probleme? Oh, als die Mutter schwanger war, hat sie eine Pizza mit zu scharfer Soße gegessen. Und deswegen ist das Kind unglücklich. Weil die verstehen nicht, dass es eine Zeit davor gibt. Und deswegen müssen sie so lustige Dinge sagen, wie dieses Kind ist, der Geist des Kindes ist etwas verwirrt, weil die Mutter während der Schwangerschaft Pizza während der Schwangerschaft gegessen hat. Sowas kommt dann. Und natürlich macht es keinen Sinn. Und ich glaube, der Buddha hat immer zuerst den Studenten ausgecheckt. Und mein Lehrer, von dem ich glaube, dass er ein Buddha war, und er hat mir beigebracht, versteck das Swastika. Du musst nicht immer alles am ersten Tag erzählen. Das wird dem Studenten auf seiner Stufe helfen. Und später kannst du ihnen mehr beibringen, weil alles eine Ursache hat. Gibt es noch eine Frage, Tim? Am Anfang hast du uns eine wunderbare Geschichte über den ersten Panchen Lama gelehrt, wie er den Krieg gestoppt hat. Und es gab einige Fragen, es gibt Teilnehmer, die in Kriegsgebieten leben oder wo die Gefahr des Krieges sehr hoch ist. Und die möchten jetzt wissen, wie können wir das verhindern? Ihr kennt die Geschichte, ich war in Princeton während des Vietnamkrieges. Und mich hat der Krieg wirklich stark beeinflusst. Ich habe gegen diesen Krieg gekämpft. Ich wurde dafür sogar eingesperrt, ganz kurz. Weil ein Freund und ich haben versucht, eine Waffenfabrik zu sabotieren.
Wir sind ganz friedlich vor den Türen gesessen und haben verhindert, dass die Arbeiter in die Fabrik gehen. Und dann hat die Polizei uns eingesperrt. Also ich war kurze Zeit im Gefängnis. Und ich war bei einem Studententreffen. Und wir wollten alle, dass der Krieg aufhört. Und in dem Treffen waren 1000 Studenten. Und dann hat einer gesagt, lass uns eine Bombe auf das Büro des Universitätspräsidenten schmeißen. Und das hat mich total schockiert. Und dann habe ich meine Hand gehoben vor 1000 Studenten. Dann habe ich gesagt, das verstehe ich nicht. Das hört sich an, als ob du das Gleiche machen würdest. Sie bomben, schmeißen Bomben in Vietnam und um das zu vermeiden, würdest du die Schule bombardieren? Das ist doch das Gleiche. Das hat mich sehr, sehr verwirrt. Und dann war ich echt sehr enttäuscht später. Ich habe 4-5 Jahre lang konstant die Antikriegs unterstützt. Und es hat sich so angefühlt, wie wenn eine Person nicht wirklich viel unternehmen würde, tausende von Kilometern von Vietnam entfernt. Ich wusste nicht, wie ich den Krieg beenden konnte. Deswegen wurde ich dann wirklich ziemlich enttäuscht und habe nicht mehr viel gemacht. Und nachdem ich die Lehrheit studiert habe mit meinem Lehrer und wie die Samen sich öffnen und auch das Ergebnis in der Umwelt, also meine Umwelt, meine Welt, kommt von mir wie der Stift, meine Welt, wo es einen Konflikt gibt und auch sehr ernsthafte Konflikte. Die kommen alle von mir. Und wenn ich heute die Nachrichten anhöre, ich habe mir gestern die Nachrichten zu diesen Problemen angehört, als ich gestern Abend von den Klassen heimgefahren bin. Und du musst dir immer wieder sagen, das kommt von mir, dieses Problem kommt von mir. Und weil es von mir kommt, kann ich helfen, es zu beseitigen. Du bist nie hilflos. Wenn der Stift wahr ist, dann bist du niemals hilflos. Du kannst immer helfen. Jeder in der Welt kann helfen, diesen Konflikt zu beseitigen. Wir können alle helfen. Geshe-la, wie? Ich bin doch nur ein kleiner Mensch und es ist tausende von Meilen weg. Was kann ich tun? Aber es ist immer noch wie der Stift. Diese Reibungen, diese Konflikte, die wirklich sehr ernsthaft sind, für alle, für die ganze Welt. Das kommt von jedem von uns. Jeder von uns hat den Samen gepflanzt für diesen Konflikt. Wir sehen ihn in unserer Welt. Weil es von uns kommt und weil es von mir kommt, kann eine Person sagen, ich kann was dagegen unternehmen und ich muss dafür nicht die Schule in die Luft sprengen und nicht ins Gefängnis gehen. Ich kann diese Situation bereinigen. Und wie? Das ist ziemlich einfach. Wir sehen Menschen, die nicht miteinander sprechen. Die sind ziemlich egoistisch. Die denken nicht an die andere Seite, was die andere Seite braucht. Und das alles, weil ich solche Samen gepflanzt habe. Meinen ganzen langen Tag lang kümmere ich mich um mich selber. Und ich kümmere mich nicht um andere Menschen. Es gibt so viele davon. Millionen von Menschen, die heute nichts zu essen haben. Millionen. Und ich habe zu viel Essen.
Ich kann den Krieg aufhalten. Ich kann etwas tun, wenn ich versuche, dieses Mal Samen in meinem Namen nicht pflanze. Wenn ich mich mit jemandem streite. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Leben, in meinem Leben, der vor mir Angst hat. Ich will andere Menschen nicht verletzen. Aber vielleicht gibt es ein paar Menschen, die meine Liebe brauchen, meine Aufmerksamkeit, die mich brauchen, dass ich mich um sie kümmere. Wenn ich einfach nur so ein paar Menschen kümmere, die in meinem Leben die Probleme haben, ganz besonders die Menschen, die Angst vor mir haben. Und damit vernichte ich die Samen, den großen Konflikt zu sehen. Also jeder, der heute dabei ist, du hast die Kraft, diesen Konflikt aufzuhalten. Du kannst etwas tun, weil es von deinen Samen kommt. Und es ist total aufregend. Geh zu jemand, ruf jemand an, mit dem du Probleme hast. Oder kümmere dich um jemand, der von dir glaubt, dass du ihn verletzen willst und sag ihm, dass du ihn liebst. Und das wird den Samen verändern, den großen Konflikt zu sehen. Und wenn wir zurück zum Text kommen, sehen wir dann auch, dass auch dein zukünftiges Leben, was für Konflikte und Reibungen gibt es in deinem zukünftigen Leben? Du kannst es jetzt beheben. Wenn du deine ganze Welt verändern kannst, dann ist es doch einfach, einen kleinen Konflikt zu beseitigen. Grandpa muss jetzt die Suppe checken. Wir treffen uns wieder in 15 Minuten. Egal, wo du auf der Welt bist, jetzt in 15 Minuten geht's weiter. Bis dann!